So, willkommen zu Teil Nummer 3 von Halo Combat Evolved hier auf Game Inc. in unserer Rubrik durchgenudelt. Aber sowas von. Ich habe die Steuerung ein bisschen geändert. Mir auf klassisch eingestellt. Ich habe gesehen, es gibt wahnsinnig viele Steuerungslayouts. Wo zum Beispiel auf LT springen ist und so komische Sachen. Nee, ich habe es jetzt mal so gemacht, ganz klassisch, so wie es früher auf der Xbox war. Und wer wissen will, welche Steuerung-Einstellung das ist, es ist der Duke. Keine Ahnung warum. Vielleicht ist es ein Gag an Duke Nukem. Ich glaube fast nicht, weil haben die Sachen so viel miteinander gemein? Ich behaupte, nein. Ich mag das aber sehr, auf X nachladen. So kennt man es von früher. Nicht jetzt dieses komische auf RB. Ist zwar auch ganz cool, weil man muss ja nicht schießen, wenn man nachladen muss. Ist eine nette Sache, aber ich aktiviere vor allem gerne Sachen mit X. Und nehme Sachen auf auch gerne mit X. Da ist schon wieder so einer. So, jetzt aber. Das erste Mal eine andere Waffe und wie man sieht, die ist schon nicht so schlecht. Vor allem, wenn wir hier unsere Plasma-Dinger machen müssen. Können wir mal kurz angucken, so sah das früher aus, die Waffe. Ich mag die aber eigentlich. Also so das nächste war an der Sonne, nimmt mal das. Das war relativ erfolgreich und ich muss wieder auf mein Schild achten. So das nächste an der Maschinenpistole, die es dann im zweiten Teil auch endlich hier reingeschafft hat. Zack, zack. Shazam! So, dann nehmen wir auch mal eine gleiche. Dadurch, dass die nachladen muss, diese Waffe, hat es ein bisschen was von... Ah, wir sind jetzt in so einem Zellenraum. Ein bisschen was von einem Wegwerfwaffe. Habe ich das jetzt aktiviert? Ja, cool. Hierher zu kommen war leichtsinnig. Sie beide sollten das besser wissen. Danke. Cutscene in der alten Grafik. Marines, Waffen laden und sichern. Marschbereitschaft herstellen. Ja, okay, Sir. Während die Allianz uns hier festgehalten hat, habe ich mitbekommen, wie sich die Wachen über die Ringwelt unterhalten haben. Sie nennen sie Halo. Ein Moment, Sir. Schalte mich in das Netz der Allianz ein. Laut der Daten in ihren Netzen ist der Ring von großer religiöser Bedeutung. Wenn ich das richtig verstehe, halten sie Halo für eine Waffe von unvorstellbarer Kraft. Dann ist es wahr. Sie haben dauernd gesagt, dass der, der über Halo herrscht, das Schicksal des Universums in den Händen hat. Jetzt verstehe ich. Ich habe zahlreiche Meldungen abgefangen, nach denen ein Team der Allianz nach einem Kontrollraum sucht. Ich dachte, sie seien auf der Suche nach der Brücke eines Kreuzers, den ich während der Schlacht über dem Ring beschädigt hatte. Aber sie sind auf der Suche nach der Zentrale von Halo. Das sind schlechte Nachrichten. Wenn Halo eine Waffe ist und die Allianz sie unter ihre Kontrolle bringt, werden sie mit ihr die Menschheit auslöschen. Nicht nur die. Chief, Cortana, ich habe einen neuen Auftrag für Sie. Wir müssen vor der Allianz den Kontrollraum von Halo erreichen. Marines, gehen wir. Ja, Sir. Okay, Sir. Chief, Sie führen. Klappe halten und hinter mich, Sir. Und da geht's. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade hört, aber jetzt... So, zack. Zurück zum Hangar und ein Evac anfordern. Ah, shit. Gar kein Problem. Zack, fress das. Alien Pack. Diese sind gar nicht so unwirksam, diese Waffen. Wo geht's hier raus? Hier, ne? Das sieht doch gut aus. Na, da haben sie sich schon Mühe gegeben. Können wir auch hier deaktivieren, jawohl. Das dauert immer eine Zeit, merke ich schon.
He didn't make it. So, da das ein Videospiel ist, behaupte ich, dass hier irgendwo auch ein Medipack rumliegt. Ja. Ganz klassisch. Ganz klassisch. Gehen wir weiter. Da sehe ich auch schon unseren nächsten Gegner. Zack. Sehr Bastard. Oh yeah. Immer den roten Punkten nach, lautet die Devise. Schön ist auch, die Leute bleiben liegen. Hat man auch viel zu selten in Spielen. Aber die Waffe ist gleich leer. Verdammt. Oh, vielleicht kommen wir hier raus. Das sieht doch gut aus. Nehmen wir mal diesen schicken Nadelwerfer. Ah, jetzt sind wir wieder beim Terminal. Okay. Tja, Leute. Habe ich da gerade was gesehen oder was? Tja. Boom. Vielleicht geht jetzt erst eine Tür auf. Geschafft. Cortana an Echo 419. Wir haben den Captain und müssen sofort hier raus. Negativ, Cortana. Ich werde von Lufteinheiten der Allianz angegriffen. Kann sie mir kaum vom Leib halten. Besser, sie suchen sich selbst ein Schiff, das sie mitnimmt. Oh, es war definitiv dunkler. Verstanden, Foehammer. Cortana, Ende. Luftunterstützung ist abgeschnitten, Captain. Wir müssen hier aushalten, bis sie kommt. Oh Mann, wir sitzen in der Falle, oder? Wir sind geliefert, ja. Wir sind geliefert, Mann. Reißen Sie sich zusammen, Sie sind ein Marine. Cortana, wenn Sie und der Chief uns in eines der Landungsschiffe der Allianz kriegen, kann ich uns hier rausfliegen. Ja, Captain. Da, ein Landungsschiff der Allianz, das noch... Zufällig. Gott, haben wir ein Glück. Wo geht's hier raus? Ich verstehe. Meine Munition. Los jetzt. Oh, doch nicht. So. Oh, wir sind ja schon da. Leute, wir müssen hier rein. Das funktioniert? Ja, scheinbar. Herzlich, das Landungsschiff ist bereit. Okay, Leute, gehen wir an Bord. Brauche noch einen Moment, die Verbindung zur Schiffssteuerung herzustellen. Ach was, nicht nötig. Diesen Vogel fliege ich selbst. Captain, Jäger! Festhalten! Sehr nett, Sir! Ach, deswegen sind die so gebaut. Jawohl. Und jetzt kommt ein Level, welches in der Demo verfügbar war damals und was ich hoch und runter alleine und im Koop, im Splitscreen gespielt habe. Selbst die Demo konnte man im Splitscreen spielen, was total faszinierend und cool war. Weil guckt euch mal das an. Gut, es sah damals nicht so prall aus. Der Kartograf irgendwo unter der Insel ist. Der Kartograf ist ein Kartenraum, der uns zum Kontrollzentrum. Aber hier werde ich sehr viele Magic Moments haben, hoffe ich wieder. Allein die Architektur, dieses, was so drüber geht. Und dadurch, dass man auf einem künstlich erschaffenen Planeten ist, hat man auch ganz viele Klimazonen. So, wir haben wieder unsere Standardwaffen, die Pistole.
Die ist hier natürlich super, da wir auf relativ große Entfernungen jetzt erstmal kämpfen müssen. Wir können eigentlich immer voranschreiten. Bam! Ohne groß anhalten zu müssen. Weil wir eigentlich perfekt ausgerüstet sind. Gut, die KI ist jetzt nicht die allerbeste, merke ich zum Teil. Aber das haut schon hin. Ich bin jetzt auch nicht der allerbeste Halo-Spieler, wie man sieht. Ich habe zwar den dritten Teil relativ lang auch mal online gespielt. So mittelerfolgreich. Da war nur meistens die Verbindung echt assig. So, noch ein Erfolg freigeschaltet. Na, das läuft doch. So, laden wir mal nach. Jetzt muss ich mich wieder ein bisschen umgewöhnen. Ach, wir haben... So. Gut, ist voll. Wie sahst du früher aus? Oh. Ja, die haben neue Charaktermodelle und so reingebaut. Wie sahst du früher aus? Oh, du warst früher eine Frau. Nein, doch nicht. Okay. Okay, und hier, jeder hat sich drunter gestellt und hat gewartet, jetzt lass das Ding auf mich fallen. Und sie machen es nicht, erst wenn man außerhalb... Okay, also vorwärts. Ja, guckt euch das an. Selbst das sah damals schon sehr beeindruckend aus. Aber das ist halt doch nochmal besser. Dieser Strand ist im Grunde, es ist eine ganz winzig kleine Insel. In ein paar Minuten hat man die umfahren. Und man wird die auch ein paar Mal umfahren müssen, weil man geht so verschiedene Stationen ab. Was ich sehr, sehr gelungen finde. Wir starten zum Beispiel hier. Und ich muss sagen, das ist immer noch super Level-Design. So, man stellt sich auch einfach hier rein. Hoffentlich. Dann können die hier nicht wunderbar reinballern. So, ich muss jetzt natürlich so ein bisschen blind fahren. Lass den hier auch gerade mal. Auch so dieser flüssige Übergang zwischen Ego und Third-Person-Sicht. Super. Die sollen ruhig da bleiben. Der Kartograf muss also hier sein. Meine Analyse weist darauf hin, dass sich der Kartenraum im Untergeschoss dieser Anlage. So, und jetzt? Was total cool ist, wir. Sie dürfen die Tür nicht schließen. Gehen da jetzt so langsam. Oh. Interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass die Allianz die Subsysteme von Halo so gut kennt. Sie haben die Türen verriegelt und wir haben nicht genug Feuerkraft, um durchzukommen. Auch sehr interessantes Türendesign, wie ich finde. Sonst kennt man immer diese Sechsecke, die so ähnlich ist. Warum auch immer das so ist. Negativ, Captain. Die Allianz-Truppen hindern uns am Vormarsch. Wir können nicht weiter, solange das Sicherheitssystem der Anlage nicht deaktiviert ist. Genau. Und auch eine schöne Sache. Ah, okay, das liegt super. Dass man erstmal hier hinkommt, okay. Dann werden wir eingeschlossen. Und jetzt müssen wir erstmal einen anderen Weg finden, um diese Tür zu öffnen. Wir müssen zum Zentrum, und zwar vor der Allianz. Ein Fehlschlag ist nicht akzeptabel. Man könnte dem Spiel natürlich auch ganz böses Backtracking vorwerfen, aber das möchte ich nicht, weil ich dieses Spiel so mag. Zack, überfahren, überfahren. Das ist gemein. So sah das damals aus. Ach, da war das gar kein Stand, da war es eher so... begrünt. Wir müssen die Sicherheitsüberbrückung finden, um diese Tür zu öffnen. Ja, und wo finden wir die? Bei diesem Baumstamm nämlich. So, als ob es einen Pfad zum Inneren der Insel gibt. So, ihr ballert mal da drauf. Zack. Und ich hoffe, wir schaffen einigermaßen viel in dieser Folge. So, jetzt geht's hier hoch und das hat sich bei mir echt eingebrannt. Jetzt, dann kommen wir jetzt auf eine Anhöhe, dann kommt so ein Kartenplatz.
Wir haben keine Munition mehr. Das ist sehr, sehr blöd. Und der weiß es, glaube ich, auch. Und mit dem, was ich habe, komme ich zurecht. Oh, da sind zwei Elite. Und man merkt auch selber, wie man immer besser wird. Am Anfang hat man noch relativ Respekt vor den Viechern. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Scheiße. Ammunitionstechnisch sieht es gerade nicht so dolle aus. Und jetzt gerade, jetzt bräuchte ich Munition. Na, es muss so gehen. Jetzt wenn ich hier... Ah, jetzt liegt ja natürlich Munition. So, lassen die mal liegen. Laden alles nach. Vielleicht kann ich mich an den ran schleichen. Der hat mich noch nicht bemerkt. So. Das ist eine Granate hinten rein. Shit! Der hat mir wehgetan. Zack! Der müsste kaputt sein. Immer nicht. Schießt halt auch den anderen angedockt. Ha! Komm zu mir. Auch hier dieses Teil. Super Design. Machen wir Ringereihe. Shit. Ah, in die eigene Granate reingelatscht. Ah! Richtig intelligent. Ah. So. Shit, jetzt haben sie mich gleich gesehen. Oder? Ja, sie haben mich gesehen. Aber da dieses Flak, was sie haben, relativ lahmarschig ist, können wir sie schön aus der Entfernung mit der Pistole einfach per Kopfschuss abballern. Und hier sieht man mal wieder, es geht nur. So. Da sind wir auch wieder. Ich habe jetzt gerade schnell auf Start gedrückt, weil ich auch kein Bild mehr hatte. Mein PC sollte eigentlich am Strom sein, also der Laptop, aber war er doch nicht. Na gut, laden wir die Waffe nach und ziehen wir von dannen. Haben wir Licht an? Ne, wir haben kein Licht an. Schauen wir doch mal hier. Oh, da ist ein Elite, ein roter sogar. Die haben auch die Elitenrüstung an sich. Früher waren die, wenn ich mich nicht täusche, ihr wart einfach nur ungefärbt. Was ist er denn? Da hinten ist doch einer. Uiuiui. Da hast du dich versteckt. Ja, die haben, damals haben sie einfach nur ungefärbt. Und jetzt haben sie tatsächlich ein bisschen mehr noch gemacht. Wir gehen jetzt auch gleich nochmal zurück. Weil ich möchte eigentlich nicht unvorbereitet irgendwo hin mich begeben. Weil ich weiß nicht, ob ich hier nochmal hinkomme. Der C ist der. Shit. Auch schon wieder. Ah, der stillt wieder schnell oben. So, jetzt holen wir uns das große Schild nochmal, holen uns Munition, weil hier werde ich nicht mehr hinkommen. So, durchgeladen ist alles. Wunderbar. Wir wollen uns auch das mal hier in Alt angucken. Es sind schon sehr einfache Texturen. Aber ich muss sagen, die Waffen gefallen mir schon immer sehr gut. Ich mag dieses Sturmgewehr total vom Design. So, wir sind geheilt, haben, glaube ich, auch volle Munition für alles. Und wir gehen jetzt sozusagen diesen Berg von nach innen und dann hoch, nur um dann in das Halo-Innere zu kommen,
und uns von dort aus diese Tür zu öffnen. Irgendwie, das ist ja unser letztendliches Ziel. Man muss natürlich sagen, für ein Xbox One-Spiel sieht das jetzt hier natürlich beschissen aus. Da gibt es natürlich, wenn man Call of Duty spielt, mit hyperrealistischen Animationsdingen und alles. Aber ich sag immer, lieber sieht es beschissen aus. Dafür macht es spielerisch mehr Spaß. Und ich habe es nicht. Gut, natürlich hat man das schon auch zigmal gesehen und so. Aber es gibt mir einfach mehr. Wie man hier sieht, haben wir lauter so Teile, die werden wir aber später uns zu Gemüte führen, weil wir sind ja noch relativ gut aufgeladen. Wenn ich mich nicht täusche, kommen hier auch zwei Jäger. Genau. Die mich noch nicht gesehen haben. Doch, haben sie. Das Teil da schon haben. Obwohl, nee, ich mache die erst so fertig. Kenne ich nix. Ist die Pistole wirksamer gegen die? Ja, komm doch. Kommst du nämlich nicht raus? Ja, aber du kannst schießen. So. Gar kein Problem, Munition haben die jetzt gefressen. Hä? So, hier will ich doch. So, nehmen wir uns nochmal so ein Teil. Dann haben wir nämlich dreimal so viel Schild. Und dadurch, dass es nicht stetig weniger wird, weil ich glaube, das macht es nämlich in irgendeinem Teil. Da geht, wird es auch wieder weniger. Sollten wir das nutzen. Wir müssen es uns ja nicht schwerer machen, als wir es schon haben. Methode-Konsole, das Sicherheitssystem ja. runterfahren. Aber jetzt schauen wir uns das mal hier an. Da geht's runter. Jetzt sind wir nämlich in diesem Bilde, was wir gerade von außen gesehen haben. Und da geht's halt ein paar Kilometer weit runter. Jetzt müsste sich die Tür öffnen lassen. Ja, der wundert sich. Habe ich doch gerade so zugemacht. Wie geht das? Jetzt müssen wir hier aufpassen. Ich nehme auch hier wieder die Pistole in Anschlag. Shit, der hat mich gesehen. Ich wusste jetzt nicht, ob der mit dem Rücken zu mir steht noch oder nicht. Ganz genau gucken. Oder war das nicht? Nein, das war nicht nur einer. Das Schild natürlich nicht runter gemacht. So, zack. Und ich habe jetzt leider auch die falsche Granate benutzt. Man sollte immer auf Plasmagranaten sammeln, die kriegt man halt doch eher durch die Gegner. Eine normale Granate. Okay, ich kann das jetzt auch nicht einsammeln, wenn das nicht komplett unten ist. Chief, Bravo 22 sollte uns ein paar schwere Waffen bringen. Da wir es mit Jägern zu tun bekommen, dachte ich, sie könnten Ja. Gehen wir den Strand ab. Halten Sie nach Fracht. Ja, da unten nämlich wird Fracht sein. Ja, wir könnten jetzt natürlich auch drum herum gehen, aber wir versuchen jetzt hier einfach halbwegs unbeschadet. Naja. Geht mir auf den Sack.
oben noch eine, ja. So. Das nehmen wir uns doch mal mit hier. So. Nur mit Gedankenkraft kann man hier Wartungs... Ah, oh, verdammt! Leck mich doch am Fußpilz. Wäre jetzt schon wieder halber kaputt. So, jetzt sind wir nicht wieder am Anfang. Jetzt sind wir einmal um die Insel rum, im Grunde. Und man sieht schon, das sollte eigentlich Open World sein. Also vor allem hier hat man ja relativ, in Anführungszeichen, viel Freiheit. Zack. Dadurch, dass wir so sliden können, können wir da auch ganz cool das machen. So. Sollte die meisten mal erledigt haben. So. Dann brauche ich auch gar nicht viel mehr. Ist da noch einer? Die werden unter mir sein. Ah ne, da läuft der Kollege. Nicht so gut getroffen. Aber da der ja noch mit dem Schwert ist, einer. Es sei denn, der ist jetzt weggerannt, was ich auch nicht glaube. Machen wir den damit auch noch kalt. Oder vielleicht ist er auch doch weg. Oh shit, hinter mir. Ah, okay. Noch nicht. Jetzt gucke ich doch mal kurz auf die Zeit. Aber wir werden noch ein bisschen haben. Wir haben jetzt auch ein paar Minuten verloren. Die sollen euch nicht fehlen. Machen wir gar nicht lang rum. Oh. Das ist schöner Stealth. Ah! Der hat mich verraten. Eine Granate. Das ist jetzt Enrage, aber das wird ihn nicht bringen. Tja, würde ich sagen, versuchen wir hier möglichst noch bis auf die nächste Ebene zu kommen. Sack her. Ich mag eigentlich dieses Ding hier sehr vom Innendesign, so vom Layout. Das werden wir später noch brauchen können. Zack. Zack. Kein Problem. Shit! Zwei Jäger gleich. Okay, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Erstmal die Kleinen weg. Weil die werden dann meistens gefährlich. Jetzt sind die einfach abgewehrt. Wehr das ab. So, der hat sich gerade in eine Richtung eingeschossen. Wir haben jetzt noch 4 Schuss. Jo. Die werden wir später noch brauchen können. Deswegen werde ich versuchen, mit möglichst dem, was ich jetzt hier habe, durchzukommen. Schon wieder 2 Gegner. Aber die sind weiter unten. Du.
Sind, bevor Verstärkung kommt, wird es hier sehr eng. Ja. Suchen wir diese Karte. Suchen wir erstmal die Tür. Ich habe mich verlaufen. Ne, es war hier und genau. Oh. Ah, da können wir uns unsichtbar machen. Vielleicht nicht die schlechteste Idee jetzt. Zack. Zack. Komm gar nicht zum Nachladen. Shit, ich bin nicht in der Falle. Nehmen wir uns doch mal das hier. Die Frage ist, habe ich euch sauber erledigt? Nope. So, jetzt habe ich euch sauber erledigt. Da, die Holo-Kontrolle müsste die Karte aktivieren. Analyse. Halos Kontrollzentrum ist hier. Wenn ich die Daten richtig interpretiere, ist dieser Komplex eine Art Tempel oder Schrein. Eine derart wichtige Einrichtung wird man wohl kaum in einem Schrein unterbringen. Cortana an Captain Keyes. Die Verbindung mit dem Captain ist weg, Cortana. Sein Schiff ist wohl außer Reichweite oder hat technische Probleme. Versuchen Sie es weiter. Melden Sie mir, wenn der Kontakt wieder da ist und teilen Sie ihm mit, dass der Master Chief und ich die Lage des Kontrollzentrums festgestellt haben. Wir werden uns so bald wie möglich dorthin begeben. Verstanden. Warhammer Ende. Und jetzt ist ja wohl die geilste Musik im ganzen Halo-Universum. Also wer da keinen Bock hat, von ihm heraus auf die Fresse zu geben. Stelle hatte mich die Demo. Da wusste ich, das ist ein gutes Spiel. Das möchte ich spielen. Scheiße. Wieso bin ich jetzt so schnell draufgegangen? Verstanden. Ah, ich glaube schon wieder falsch.
man fühlt sich einfach an dieser Stelle wie eine Ein-Mann-Armee. Super Score. Doch endlich drauf. Shit. Oh nein. Konnte ich da nur drauf gehen? Okay, ja, rotzen wir euch einfach mit Granaten zu. Können wir nix. Geh doch drauf. Geht einfach nicht drauf. Geht einfach nicht drauf. Ich habe keine Munition mehr. So, jetzt aber. Der hat doch so eine Plasma-Waffe, oder? Das jetzt genommen? Ja, natürlich. Ich brauche diese paar Schuss noch. So, wo ging es jetzt hier raus? Nix. Ist das ein Terminal zufällig? Nee. Bam. Load and clear. Puh. Cortana an Echo 419. Der Chief und ich sind oben. Holen Sie uns ab. Roger, bin unterwegs. Das sind immer noch. Noch so ein Weißer. Ich glaube, das war's. So, und da kommt schon unser Abholservice. Und es ist halt einfach das perfekte Demo-Level gewesen. Die Musik, wenn jemand weiß, wie das Ding heißt, bitte schreibt mir. Das war's von Game Inc. Durchgenudelt Teil Nummer 3 und Halo Combat Evolved. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Man sieht sich zu Teil 4 und dann gibt es weitere. Super geile Halo Action. Ich freue mich auf euch, wenn ihr wieder dabei seid. Bis auf dann. Sehen wir jetzt von der positiven Seite vor, Hammer. Das, was die Allianz am wenigsten erwartet, ist eine Luftlandung. Von unten.